Ja, es stellt sich die Frage, können die Kinder nach Hause zu den Eltern beurlaubt werden oder nicht? Wir sind ja in der Jugendhilfe eine Einrichtung, die, ja, wir arbeiten mit Beziehungen, wir arbeiten mit Kontakten. Die Eltern, es gibt regelmäßig Kontakte der Kinder zu den Eltern nach Hause, Eltern kommen in die Einrichtung zu Besuch. Und jetzt haben wir mit einem Kontaktverbot oder mit starken Kontakteinschränkungen zu tun und stehen vor der Frage, können wir beurlauben? Wenn ja, dann was ist, wenn die Kinder zurückkommen von den Eltern? Wir organisieren zum Teil Besuche mit Distanz und das sind auch zum Teil noch ungeklärte Fragen für uns. Welche Risiken können wir eingehen und wo müssen wir sagen, nein, striktes Kontaktverbot und es gibt gar keine Besuche. Zuerst waren manche Kinder, vor allen Dingen Jugendliche, auch ein bisschen im Widerstand und haben gesagt, machen wir nicht. Inzwischen merken wir, dass die Kinder und Jugendlichen sehr vernünftig sind und sehr einsichtig und auch die meisten Eltern. Es finden alternative Kontaktmöglichkeiten statt, mehr Telefonate, auch Kommunikation über Handys und WhatsApp zwischen Eltern und Jugendlichen. Es gab auch Besuche bei Eltern, auf die wir uns sehr gut verlassen konnten und ziemlich sicher waren, dass die sich auch an die entsprechenden Regeln halten. Es wurde auf jeden Fall mit den Eltern vorher gesprochen und die häusliche Situation ist uns ja meistens bekannt und es gibt einfach Elternteile, von denen wir sicher sind, dass die sich auch zu Hause an diese Kontakteinschränkungen halten. Also mit den Kindern wenig rausgehen und auch da sich an die Regeln halten. Da sind wir einfach im guten Gespräch miteinander. Und bei anderen, ja, finden eben gar keine Kontakte statt. Wir haben ja auch weiter entfernt liegende Elternhäuser, und da finden eben Kontakte nur über Telefon und andere Medien statt und nicht persönlich.